Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier am Randgebiet von Diamond City. Ach du Heilige, und wollen Supermutanten töten. Nanu? Okay. Piper, du bist mir da schon leicht im Weg. Boom. Treffe ich was? Ich glaube nicht wirklich, ne? Super ist das. Echt ganz super. Schnell weg da. So. Jetzt geht's. Jawohl. Boom, 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 bam. Was? Wegen einem Schuss? Boom. Boom, boom, bam, bam, bam. Nanu? Boom. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Dann brauchen wir was zum Essen. Für die Gesundheit. Ja, Frau. Ah, hoppla. Das war der Falsche. Ich schieß dir deine Glocken weg. Schau, er schießt meine weg. Ach, komm. Da trifft mich da jetzt echt Piper. Was machst du denn da, Mädel? Was sollst du machen? Komm, lad schneller. Wie gemein. So, geht's jetzt wieder? Echt choppert, muss man echt sagen. So, mal hier hin. Dann, nein, langsam. Vielleicht können wir da irgendwie jemanden... Genau, entsperren tue ich da sicher nichts. Was ist das? Verstecken. Bist du schon da? Bah, ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Ja, du bist halt dumm. Weh. Ich verstecke mich mal lieber ein bisschen. Vielleicht kann ich ihn in den Rücken schießen. Oh, viel mehr Damage vielleicht. Oh, ich interessiere niemand, dummer Mutant. Du sagen, du mich hören, was du wollen machen. Die hört sich an wie so Ogre oder Orks von World of Warcraft. Ich kann nicht anders das vergleichen. Das ist so. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Mach's gut, großer Junge! So. Piper, was machst denn du da? Geh mir aus dem Weg. Ich will auch was wegballern. Piper, spinnst du? Alter! Die Alte ist unmöglich. Ja, das trifft mich dann wieder, ne? Alter, da machst du halt allein. Ist ja unglaublich, oder? Wieder. Wow, meine schön. Ja, das hast jetzt davon, ne? Alter, hört's mal auf zum Ballern. Alter. Unfassbar, ne? So, wieder was essen. Was hast jetzt davon, Chopperl? Bitte was? Da ist, glaube ich, ein Rahmob oder was. Keine Ahnung. Irgendwas hatte ich gerade im Visier. Jawohl! 10 Pünktchen. Wo ist der zweite Hampelmann? Ah! Alter! Irgendwas ist da mit legendären Gegner gewesen. Eine Aufschrift, das gefällt... Alter. Das gefällt mir gar nicht. Wow. Da muss ich jetzt wieder was essen. Ach du Heilige. Ich glaube, der wäre schon bald gescheiter, wenn ich da mit dem Scharfschützengewehr baller. Wo bist denn du, Trottel? Hallo?
Legendärer Supermutant. Scharmützler. Okay, Schaden kriegt er schon mal. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber ich muss höllisch aufpassen. Wow. Alter, du Zipfelklatscher. Wo bist denn? Wo huscht denn du mal an? So. Wow, schon am Rand hin. So, und weiter. Schön Zeit lassen. Bisschen halt. So. Schön ein bisschen Zeit lassen. Nicht zu hastig, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Mist. Okay, jetzt hätte ich ihn fast gehabt und jetzt versemmel ich es wieder. Ich muss da speichern, ganz klar. Ich muss da einfach speichern und ich packe jetzt da mein Scharfschützengewehr aus. Das ist besser. Mist. Kacke, 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 kacke. Den kleinen können wir so umnieten, ne? Da nehme ich auch gern die Waffe hier. Aber alles andere. Wow, jetzt bin ich fast zu weit nach vorne gehatscht, ne? Nein, niemand ist da. Nein, da ist niemand. Piper, mach jetzt ja keine Scheiße, gell? Ja, die dreht sich dort mal im Kreis herum. Stapft da herum, der Kerl. Blöde Geräusche. Wah. Supermutant. Stark, was? So. Dann haben die haben jetzt schon mal gepult, leider. Gottes. Hurra. So, wo sind sie denn jetzt? Bald ich dich finden, Mensch. Ja. Nachladen. Wow. Legendärer Supermutant. Ich freue mich. Wenn der mich erwischt, ist schon wieder Friede, Freude, super klasse. Ne, das ist einfach ein Träumchen. Wow, ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. Alter. Ja, weil ich halt ein Budget auch bin, wie ohne Ende, ne? Also. Das ist ja wieder typisch ich. Wow. Alter. Na, ich schau das an. Ist ja nicht zu glauben, war. Sehr schön. Wir die Zukunft sein. Na, wir sind die Zukunft. Wir werden uns wehren. Mit allem, was wir haben. Gegen euch grauslichen Viecher. Na, wo bist denn du, Trottel? Wow, Mami. Alter Schwede. Puh. Da mal wieder schnell was essen. Ja, leider. Zum Glück können die da nicht durch das Tor durch, ne? Nein, langsam. Ihr Menschen uns erschaffen. Okay, das war der Supermutant. Den wollte ich eigentlich nicht treffen. Ich wollte den anderen zuerst. Jawohl, der ist hin. Wow. Gut, dann tun wir jetzt da die Waffe wechseln. Ich habe ja nochmal ein Scharfschützengewehr im Inventar. Und zwar dieses hier. Wir tun das auch gleich auf Quee und zwar hier hin. So, das müsste passen. Boah, ne? Aha. Gefahr, Gefahr. Wow. Ja, schieß nur, du Arschkopf. Alter.
Habe ich was getroffen? Ich hoffe. Wow. Okay, ich muss aufpassen. Und vor allem einen Sicherheitsspeicher jetzt mal machen. Wo steht denn der Arschkopf? Getroffen, habe ich was? Wow. Alter, da trifft mich einmal, ne? Da trifft mich einmal und ist schon wieder finster. Warte. Oh, ich wollte jetzt gerade so nicht. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. So. Ist das jetzt so richtig gewesen? Eine Pistole? Ist das nicht dasselbe? Nein, ist nicht dasselbe. Ja, ja. Ach, halt die Klappe. Achso, das ist der Tote. Meine Güte, ich dachte, das war jetzt er und ich habe mich schon gefreut. Bin gerade wieder total konzentriert, ne? Derweil einmal, bis ich wieder gestorben bin dadurch. Nichts gewesen. Das war's dann wohl für dich. So, 6 Schuss mal. Schau mal nach. Alter, Piper! Oh, wo ist er? Hä? Was? Wo? Alter! Wo ist denn dieses Arschkopfkind? Wow! Der muss keine... Wow! Ewig Munition haben, oder? Doch? Jetzt habe ich nur seinen Fuß gesehen, gerade eben. Ja, ja, du Supermutant, du. Au, 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 au. Alter Schwede, ja. Reinhauen tut halt schon böse. Ich hoffe, dass die Piper nicht echt schon nicht gestorben ist. Ah, da sitzt sie. Ja, wahrscheinlich. Wieder einmal. Was? Wie hast du mich gerade genannt? Du dreckiger, kleiner, fieser, grüne Arschloch. Supermutant. Alter, der trifft mich einmal und die kriegst du eine auf die Gosch, ne? Ich hab da nichts mehr zum Essen. Muss mal schauen. Boah, ey, das ist schon wieder... Das ist richtig übel, ne? Leuchtpistole... Pistole, genau. Leuchtpistole. Pistole, E. Mit E. Ich brauch Hilfsmittel. Aufbereitetes Wasser, Fleisch. Irgendwas zum Essen wäre nicht schlecht. Rahmfleisch, Bufffood. Ich weiß, das heißt Puff-Out oder so irgendwie, ne? Also Bufffood nenne ich das. Ja, ich weiß. Sind wahrscheinlich so, keine Ahnung, Steroide oder was, keine Ahnung. Flaschenkürbis, ich brauche irgendwas zum Essen. Fleisch mit Bohnen, bringen auch nicht viel. Das bringt viel. Habe ich da nicht irgendwas Besseres zum Essen? Kartoffelchips, Lebensmittelpaste. Haben, ja, eigentlich... habe ich nichts mehr gekocht? Das gibt's ja nicht. Ich habe echt nichts mehr gekocht. Scheiße. Ja, dann muss halt... Doch, hier haben wir noch einen Eintopf. Mahlzeit. Und, dann würde ich sagen, lege ich dann das dabei, ne? Oder... Ja, legen wir das dabei aufs Essen, auf den Essen-Dings. So.
Gleich bin ich voll. So, nachladen. Dann würde ich sagen, du mal einmal speichern. Ich weiß, ich tue es schon wieder. Ich nehme auch 9. Sicher, sicher. Na, wo bin ich? Jawohl, 26 Erfahrungspunkte plus. Piper, alles okay mit dir? Boah, ey, ne? Was hier auf dem Public Occurrences gedruckt wird, finden wir an solchen Orten. Das Zeug ist seltener als Gold. Na, großartig. Was haben wir hier? Kronkorken. Brustkorb und Wirbelsäule. Schrottpatron. Fleisch von Weichschalen. Mirlurks. Mylurks wahrscheinlich. Radioaktive Drüse. Was hast du da noch? Stimpaket. Schön. Gewehr, Sturmmaske, Rüstung und so weiter. Die sind da alle umgekommen, ne? Ihr Deppen hätte sich nur verstecken brauchen. Ich bin schon wieder voll. Ich werde dann mich jetzt mal, bevor ich die Tür da aufmache, gebe ich dir noch was. Du kommst mit mir jetzt mit in unser Dörfchen. Ich hoffe halt, dass du noch ein bisschen was tragen kannst. Und werde das ganze Zeug jetzt mal in die Werkbank schmeißen. Dann bohrte ich mich hierher zurück und dann gehen wir frisch fröhlich weiter. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich ihr da jetzt schnell was geben kann. Ich meine, ist eh wurscht was eigentlich. Hat er irgendwas Gewicht? Eine Rüstung wahrscheinlich. Die Pistole. Ja, das geht schon mal. Die Kanne nehmen wir. Reicht das? Nehmen wir das auch noch. Jetzt passt's. So, das tun wir jetzt auf jeden Fall einmal speichern. Vielleicht kann ich ja auch bei der Gelegenheit ganz schnell was kochen. Und dann schauen wir mal wegen Schnelldingens. Okay, ich bin immer noch nicht hier. Good Neighbor. Dann müsste ich von hier wieder hier hinlaufen. Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn ich hier das Zeug aufmache. Okay, so vielleicht. Nein, ein bisschen noch. Nein, so vielleicht. Jawohl. Geschafft. Passt. Kurzautomatisches Imbro-Gewehr. Ich weiß, ich bin wieder furchtbar überladen, aber ich... Bingo. Oh! Des Ghoul-Töters. Imbro-Maschinengewehr. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Oh! Supi! Perfekt. Piper? Da vorne ist sie. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Hinter mir. Wahrscheinlich dort vorn wieder raus. Warte, komm noch mal her. Du kriegst noch ein paar Sachen. Wohin? Schau dich um. Ich roll da mal ganz frech ganz runter. Dass sie, ich in der Hoffnung, dass sie noch ein bisschen was tragen kann. Ich will nur das Gebiet hier schnell entdecken. Das wäre mir persönlich das Allerliebste. Ja, ich hab's befürchtet. Das geht sich wegen dem bisschen nicht aus, ne? Wenn ich das Zeug jetzt... Kann ich das wieder runterschmeißen? Alles nehmen. Wenn ich in mein eigenes Inventar schaue, wahrscheinlich kann ich was runterschmeißen auf den Boden. Ich hoffe mal, ich kann das auch kaputt machen. Ich nehme da mal Kleidung. Ablegen. Ich nehme mal alle beide. Und wenn ich das jetzt so sehe, kann ich es nur nehmen. Verdammt, ich kann es nicht kaputt machen. Kann ich es vielleicht hier drin kaputt machen? Schaden durchschalten, sortieren, Level up. Untersuchen. Weiter, heranzoomen, verlassen. Ach nö, geht leider nicht. Kann ich denn, gibt es denn, wenn man so Diverses macht oder Schrott, kann ich denn hier Komponentenansicht, tun wir mal auf Untersuchen, geht das vielleicht, auch nicht. Vielleicht dann auf C, Markierung für Suche,
Okay. Nee, das können wir dann wahrscheinlich nur zu Hause machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Außer. Außer ich mache den Skillpunkt. Wo bist du denn? Taten. Warte, war das nicht hier? Special. Na, hallo? Da will ich hin. Wahrnehmung plus 5. Karte, Daten, Werkstatt. Also wenn ich mir die Werkstätte sogar... Aha. Okay. So, wo war denn jetzt? Skillbaum? Hat er nicht da... Hä? Ach so, auf T, ich bin ein Trottel. Es passt schon auf T. Alter Schwede. Soll ich hier ein investieren in Stärke, dass ich besser hatschen kann? Wobei Charisma wäre mir ehrlich gesagt lieber. Für Überreden und so weiter. So, sofort ein... Beim Kaufen, Verkaufen erzielst du bessere Preise. Skill einfacher zu beruhigen. Mal schauen, Männer erleiden sie immer Schaden im Kampf und sind in Dialogen noch einfacher zu überreden. Außerdem sind sie mit dem Skill Einschüchtern einfacher zu beruhigen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich würde sagen, einmal hier. Annehmen. Ein zweites Mal geht noch nicht. Brauchen wir Level 22. Okay. Schaden wesentlich einfacher zum Überreden. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch hier ein dazu. Verbesserte Preise beim Handeln. Ist sicher auch nicht verkehrt. Bestätigen. So. Bam. Sehr fein. So, da, da. Dann hätten wir das auch. Ja, das ist jetzt blöd. Ich muss dann irgendwas, ich werde irgendwas wegschmeißen, nur momentan. Irgendwas, was wir überhaupt nicht brauchen können. Ein Gewicht. Leichte Kleidung, Raiderleder. Irgendwas, nehmen wir halt. Nehmen wir das da. Nein, nicht anziehen. Oder doch, ist gut. 1 plus 1. Linker Arm. Rechter Arm. Verdammt, was hatte ich denn jetzt da? Das war's, glaube ich. Dadurch eine runterschmeißen. So, jetzt kann ich mich porten. Nein, schon wieder verkehrt. Hör auf, da lang. So. Also, porten. Wir haben das hier nicht entdeckt, aber dafür dieses hier. Und da porte ich mich dann einfach nochmal hin. Würde ich meinen. Aber zuerst muss ich... Werde ich einfach hier hin zurück, da geht es am schnellsten. So. Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich mal unsere Dorfbewohner ein neues Outfit verpassen. Also sprich, sie bekommen Waffen, sie bekommen jetzt dann Rüstung angelegt. Auch wenn die normale Kleidung hübscher ist. Aber wir brauchen Schutz. Ich muss auch haufenweise Geschütztürme noch bauen. Also ja, das wird alles noch spannend. So, der gesamte Schrott ist gelagert. Der gesamte Schrott ist gelagert. Liebe Piper, wo du sein? Hey, sag einfach Bescheid. Ja, gib her. Gib gleich mal alles her. Jo. So. So. Der gesamte Schrott kommt da rein. Sehr gut. Hatschen, hatschen. Hier haben wir die Waffenpunk. Ach so, warte. Die Waffen, ne? Habe ich denn jetzt schon irgendwas Brauchbares dabei? Beziehungsweise die muss ich ja auch noch aufwerten eigentlich, ne? Da könnte ich... Ich werde einfach die normalen durchreihen. Weil wir haben ja auch schon ein paar gefunden, die gar nicht mal so verkehrt und schlecht sind. Oder schwächlich.
Die werde ich ihnen dann geben. Metallrüstung, rechtes Bein. Das wäre für mich was Tolles. Das werde ich dann anziehen. So. Gibt es dann hier noch irgendwas? Sturmmaske. Waffenmäßig wollte ich noch, ne? Also das hier meine ich. So wie hier. Dass sie diese Gewehre dann einfach mal so behalten dürfen. Ich habe es jetzt nur mal da reingesteckt, damit ich für mich selber Platz habe. Oh, die Händlerin ist auch da. Und der Rest ist schlafen gegangen wahrscheinlich, ne? So. Ah, wir haben da einen Bug. Uns macht sie nicht sicher, aber man ist es. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Hallo. Handeln wir. Ja. Wir handeln. Und zwar, sie hat mal die Impro-Pistole, ein paar Schuss, nur 8 Stück. Ich denke mal, man muss ihnen auch Schuss geben, ne? Würde ich sagen, kriegst du mal... Würde ich sagen... 50. Die Impro-Pistole... schauen wir mal. Macht die Schaden? 13 Schaden nur. Dann kriegst du mal, warte, Lederrüstung linker, dann Bein, dann Harnisch, dann Kombi, dann habe ich schon rechtes Bein? Nein. Rechter Arm brauche ich. Rechtes Bein haben wir schon. Rechter Arm wäre super. Linker Arm. Raider-Rüstung ist wurscht, krieg halt sowas. Ist das überhaupt brauchbar? Sind die Raider-Sachen nicht stärker? Mm -mm. Passt schon. Passt klar, schon mal. Ich lass für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss dir das andere Zeug wegnehmen. Ich will nur ein bisschen handeln. Choppel, echt. So, sie zieht das Zeug irgendwie nicht an. Ah, verstehe. Also, ausrüsten, 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 ausrüsten. Passt. Das Flanellhemd können wir ihr ja anlassen. Das passt ja. Das wäre ja wurscht. Für den Kopf. Da muss ich dann sowieso noch schauen, ob ich da irgendwas noch habe. Aber vielleicht, Gemüsesuppe. Für mich selber, ja, zum Essen. Haarklammer. Haben wir da nicht irgendwie so ein Journalisten-Dingens? War da nicht sowas? Nuka-Cola, Nudelsuppe. Eine Blanke könnte mir ja eigentlich auch geben. Okay. Ah, entweder oder. Dann kriegt sie halt die Pistole. Da war doch irgendwo Anzug. War da nicht? Na, die Gasmaske will ich nicht geben. Die schaut halt irgendwie geschissen aus. Zeitungsverkäuferkappe. Die. So. Passt. Müsste passen. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Dann. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Das macht nichts. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Du kriegst auf jeden Fall was zum Anziehen. So, tada. Rollen, rollen, rollen. Ja, so werden wir dann auch mit der Zeit immer leichter, ne? So, also. Harnisch, Kombi, Rüstung. So, rechtes Bein. Jetzt brauchen wir noch rechter Arm. Brauchen wir hier auch wieder. Rechtes Bein, rechter Arm. Reportermütze. Passt. Also. Anziehen. Nanu? War das nicht Tee? Ausrüsten? Ja. So, so, so. So. Passt. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Oh, warte mal kurz. Ich komme auf andere Gedanken. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ich habe das vergessen. Er hat ja auch keine Munition, ne? Da kriegt er auch 50. Ich hoffe, das ist richtig so, was ich da mache. Wahrscheinlich ist es komplett wurscht. 50. Annehmen.
Passt. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja. Du kriegst von mir auch noch sicherheitshalber eine Planke, weil ich mir gerade gedacht habe, für den Fall, dass die Munition ausgeht, dass er sich wenigstens irgendwie verteidigen kann, die arme Sau. Also hartes P für Planke eigentlich. Hä, habe ich keine Planke mehr? Ich hatte doch... Hatte ich nicht drei? Planke, da ist sie ja. Bast. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja. Ein paar habe ich schon erschossen, also es wird... Mama Murphy. Was ist? Mama Murphy. Du brauchst das dritte Auge. Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal bescheren werden. Das will ich nicht. Ich will, später. Vielleicht später. Es ist immer für dich da, wenn du es brauchst. Ja, danke. Nein, ich hatte gerade ehrlich gesagt die Hoffnung gehabt, dass, ja. Moment, Werkstatt? Ist ja Werkstatt. Ist ja eine Rüstungs... Ach so, das ist zusammengelegt. Okay. Okay. Dann nehmen wir die Patronen mit. Die auch. Das aber nicht. Dann habe ich hier dummerweise die, die Kleidungsstücke auch drin. Reptilpistole. Die wird aber gut Schaden machen. Die wird mir auch gefallen. Ich nehme jetzt mal zwei mit. Kaffeetassen. Was wir da auch mal Arbeit haben werden, da nehme ich jetzt auch zwei mit. Was wir da irgendwann mal Arbeit haben werden, ist ja, im Bereich im Bereich zerstören, also den Schrott zerstören zu Sachen, die wir brauchen, Schrägstrich brauchen können. So, ja, ich lasse das jetzt so mal. Mir fehlen jetzt da ein paar Leute. Wo sind denn die? Weißt du, was schön wäre? Da oben so ein Bett hinstellen, oder? Da kannst du den Sternenhimmel beobachten und kannst bei lauwarmen, angenehmen Temperaturen schlafen gehen. So. Wah. Servus. So. So, schauen wir mal hier rein. Schläft hier irgendjemand in unserem Bettelein? Nein. Aber ich gehe mal kurz pennen. Es ist 11 Uhr nachts. Ich mache jetzt mal 8 Stunden, damit ich die anderen Herrschaften noch treffe und ihnen die Sachen geben kann. Komm, mach hin. Und dann geht's auch schon wieder zurück zu unseren Supermutanten. Da, da, da. Oh. Sehr schön. Wobei, wir können auch die Quest abgeben. Verteidigung. Was? Verteidigung? Och nein. Sag bloß, die werden angegriffen. ja. Ich schaue es mir mal an. Ich fürchte, wir werden sterben. Da gibt es, glaube ich, immer so eine Mitteilung, wenn man überfallen wird. Ich hoffe, das war jetzt nur questbedingt. Und dass jetzt nicht wirklich ein Überfall stattfindet, weil sonst muss ich weinen. Weil ich habe hier noch nichts aufgebaut. Es gibt hier keinen Schutz. Eigentlich. So, der erste Raider ist schon mal gestorben. Der zweite Raider ist gestorben. Der dritte ist da oben. Ich triff überhaupt nichts. Passt.
Der nächste. Wo ist der nächste? Da unten. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Der ist auch hin. Der nächste. Da drüben, glaube ich. Nein. Raider abschauen, den erwische ich nicht. Aber den. Arschloch, war? Wo? Wer? Viper, wo bist denn du? Alter, den habe ich schön erwischt. Gott sei Dank war es da jetzt offen, ne? Sind jetzt da die Siedler eigentlich tot? Wenn die Siedler tot sind, dann... Wow, das war auch schön. Abgeschlossen. Sehr schön. Holla, die Waldfee. Habe ich jetzt eigentlich Platz und so? Ich weiß es nicht mal. Steambag. Sind deine Händen eh besser aufgehoben. Billardquee heißt das, ne? Dieser Priegel, dieser Stecken. So. Ich nehme es einfach mal mit. Piper ist eigentlich eh leer. Piper, komm mal her. Hey, sag einfach Bescheid. Ah, ja. Du kriegst schon wieder Sachen. Du kriegst schon wieder Sachen, meine Gute. Ich bin schon wieder überfüllt. Nach unten. Du kriegst auf jeden Fall... nur Moment mal diese Pistolen. Dann... So und so und so und so und so. Und das und das. Dann geht's weiter. Du kriegst noch das. Ah, warte, die Metallgeschichte lasse ich für mich selber jetzt mal kurz. Aber die zweite kannst du haben. Ich ziehe mich nämlich gleich um. Mhm. Ich ziehe mich um. So. Das kommt weg, 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 weg. Das auch. Der kommt auch weg. Jetzt müssten wir es gleich haben, hoffentlich. Das behalte ich auch mal kurz. Obwohl, nein, das brauche ich nicht, aber das lasse ich mal. Das Scharfschützengewehr habe ich eh und das lasse ich auch mal zum Umziehen. Boy. So, aber da tun wir zuerst noch weiter. So, hier auch. Badabadabam. So, da unten ist, glaube ich, auch irgendwer verstorben, oder? Nee. Oder? Nein, da ist nur eine Blume. Die hole ich mir gleich. So, komm her, Blümchen. So, ist schön. Karottenblume. Okay, da sind wir fertig. Da ist nichts. Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Dann war das doch, glaube ich, questbedingt. Und überfüllt. So, das nehme ich auch alles noch mit. Du auch. So, dann kriegt wieder Piper was. So, her mit dem Zeugs. Na, wo liegt? Da hinten müsste noch irgendwo einer liegen. Da oben. Da. Piper, ich schäme mich nicht. Komm her mal. Hey, was kann ich für dich tun? Schleppen helfen, bitte. Suchst du was Bestimmtes? Wir waren nämlich shoppen, müsst ihr wissen, ne? Was wir nicht alles eingekauft haben, ich sag's euch. So viel Zeugs. Und das muss die Piper mir jetzt helfen tragen, weil das geht nicht anders, ne? Die müssen ja das, was wir erbeutet haben, schwesterlich nach Hause schleppen. Das ist ganz normal. Das macht man so. Ja, ich bin mir da absolut sicher. So, also nimm mal das ganze Zeug, bitteschön. Sehr schön, jetzt ist es mir gleich viel leichter. Sack, Kapuze, wie das... Ach, das schaut alles aus, ne? Ah, caramba. So, mächtiger Kreuzschlüssel. Ah, ja. Genau. Gut, jetzt haben wir wieder ordentlich... Nein, schon wieder falsch. So, jetzt habe ich wieder... Jetzt ist mir wieder leichter ums Herz. Jetzt ist mir gerade so leicht ums Herz, dass ich glatt das Zeug hier mitnehme. Bumm. Und nicht überfüllt bin. Ich freue mich. Was? Dann reden wir noch schnell mit den Leuten hier. Oder?
Oder ich trinke mal was. Sehr gut. Hallo, du steckst hier fest. Ich muss noch was erledigen. Dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Ja, bitte. Sarkastisch, das, was wollten Sie? Helfe gern, ich hasse Raider. Was wollten Sie? Das waren Raider. Was wollten die wohl? Alles, was wir haben. Hätten sie uns sogar getötet oder noch Schlimmeres getan. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Gott sei Dank. Aber Handel treiben können wir mit dir, glaube ich, nicht, ne? Na fein, der Part ist ja auch schon wieder zu Ende. Ich werde trotzdem noch schnell... Ja, wir porten uns noch schnell zurück in unser Törfchen. Was haben wir hier? Ach so, ja, genau. Hier, ganz schnell noch dahin. Und, was ist denn das? Ach so, das ist so ein... Ach so... Eine Waffe, also so, wie nennt man das? Faustwaffen, ne? Sowas wie Wolverine da, ne? Und dass unsere Klauen da nicht aus Metall sind, sondern aus Knochen. Ne, wobei seine sind ja auch aus Knochen, ne? Die sind ja nur mit, wie hieß das? Adamantium oder so, ne? Überzogen. Ja. Ja, und unsere Kuh, die Resi, ne? Die meldet sich auch schon wieder. Ist jetzt schon wieder dunkel? Es war ja erst gerade hell, alter Schwede. Ja. Wir tun nur noch ganz schnell. Wo bist denn du eigentlich, Kerl? Wah. Servus, Resi. Rosi. Wie auch immer. Du da? Warten. Nein. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja. Du kriegst nämlich jetzt auch was Gescheites zum Anziehen. Unter anderem auch hier Munition. Auch 50. Ungefähr, circa in etwa. Sowie... wo ist es denn? Da. Also einmal, zweimal, dreimal. Die Lederkombi habe ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich eine andere Kombi. Rechtes Bein. Vielleicht habe ich so von den Raidern, die wir gerade geplündert haben, irgend so eine Kombi. Rechter Arm. Sackkapuze, Brille. Schaut jetzt nicht so aus. Verdammt ich. Ist ja wurscht. Wir ziehen ihm das mal drüber an. Ja, es tut mir leid. So, so. Das ist jetzt gerade blöd. Ich gebe ihm meins. Ich gebe ihm derweil meins. Ich bin ja ein Samariter, ein weiblicher. Außerdem kriegt er noch so eine Pike, wenn wir noch eine haben. Eine müsste, eine Planke, eine Pike. So, Planke. Ich bin gerade beschäftigt. Verteidigen. Achso, für den Kopf habe ich jetzt nichts, ne? Und ernten sollte man auch schon wieder. Scheint wirklich was zu werden. Ja. Ich muss jetzt allein sein. So und so und das auch. Und hier, na komm. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Und hier, man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Ja, du bist schon gerüstet, ne? Passt. Die Karotte, mit der wird nichts mehr. So, wer frisst das die Kuh immer weg? So, Mais. Na, Bertha. Resi, meine ich. Kuh halt. So. Ach. Willst du jetzt rein oder raus? Der wollte ich auch einen Stall bauen. Ach du Heilige, das habe ich komplett vergessen. Ups. Ich habe komplett vergessen, für die Gute da einen Stall zu bauen. Sehr schön, wir haben jetzt wieder einen Haufen Zeugs. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ja. Ich vermisse ihn nur so sehr. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Oh, danke. So, ja. Ja, genau. Du brauchst eh nichts. Der Minuteman-Typ wird hoffentlich auch alles haben, was er braucht. Waffe hat er eh eine gute. Ich glaube auch, dass sein Anzug hoffentlich gut passt. Ich glaube, das passt. Das sind,
Das ist in Ordnung so, glaube ich. Den Part werde ich jetzt auch beenden. Und im nächsten werden wir, wie gesagt, uns selber noch ein bisschen was anziehen, ein bisschen was kochen und dann geht es auch schon wieder weiter. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!